Möchtest du lieber den Kunden hinterherlaufen oder möchtest du, dass die Kunden dir hinterherlaufen? Nun, wenn du Letzteres möchtest, dann bist du heute hier richtig zum Thema Urlaub oder Experte. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung und wir helfen Menschen nicht nur dabei, das Schiff ihres Unternehmens zusammenzubauen oder zu vergrößern oder zu verkaufen und Finanzierung zu besorgen, sondern wir beraten auch strategisch und dazu gehört auch das Marketing, dazu gehört auch deine Expertenfunktion. Nun, warum heißt der Titel Urlaub oder Experte? Weil du heute eine Entscheidung treffen kannst, wo du in 10 oder in 7 oder in 5 Jahren stehst, ob du viel in Urlaub gefahren bist oder eine Expertenfunktion aufgebaut hast. Nun, was hat es damit auf sich? Wir schauen ganz kurz mal rein, wie normalerweise eine Expertenposition entsteht. Normalerweise ist es so, dass wenn du dir Gedanken machst, wie du an den Markt herangehst, wie du auftrittst, deine Alleinstellungsmerkmale suchst und Experte werden möchtest, dass du zunächst um 4 Punkte Gedanken machst. Das eine, und das machen die meisten noch richtig, ist deine Zielgruppenpositionierung. Darauf kommen die meisten. Auch das zweite Thema, deine methodische Positionierung, nun, da kommen auch viele schon drauf. Aber dann zu sagen, okay, was sind dann überhaupt die Themen, auf die ich mich spezialisiere? Im günstigsten Fall sind es Leidensdruckthemen. Nun, das wird auch häufig noch erarbeitet, sodass man also wirklich die richtigen und zahlungsfähigen und willigen Kunden anzieht. Der vierte Punkt aber, das hat was mit dir und deinem Team zu tun. Hier geht es um deine Kernkompetenzen. Die Frage also, was kannst du, was hast du gelernt oder was beabsichtigst du auch in Zukunft zu lernen, was dich von deinen Mitbewerbern abgrenzt. Nun, warum ist das so wichtig? Wenn beispielsweise du zu einem Zahnarzt gehst und der macht die Schublade auf und hat nur einen Bohrer drin und nicht 10 oder 100 verschiedene und hat kein Laserarbeitgerät, hat keine mobile Röntgenstation, nun, dann hat diese Person, dieser Zahnarzt, a, wenig Methoden, aber auch wenig Kernkompetenzen. Nicht nur der Zahnarzt kann sich abheben durch andere Bohr- und Röntgen- und Sichtbildgebungsverfahren. Nein, auch du und auch ich können das tun. Ich zeige dir jetzt auch mal meinen Weg, wie ich es geschafft habe, mehr und mehr in die Expertenfunktion zu kommen. Auch in meiner Branche ist es so, dass wie beim Zahnarzt die Möglichkeit besteht, sich abzugrenzen von Mitbewerbern, Alleinstellungsmerkmale herauszuarbeiten, nur die fallen nicht vom Himmel. Die meisten meiner Mitbewerber sind VWL, BWL oder Wirtschaftsingenieur oder Wirtschaftspsychologie-Studenten, die abgeschlossen haben, einige Jahre als Führungskraft gearbeitet haben und dann sich selbstständig gemacht haben und dann sich nicht weiterbilden. Die haben keine Coaching-Ausbildung, keine Trainerausbildung, sie haben keine Fachberater für Fördermittelausbildung und so weiter. Also sie haben aufgehört, sich weiterzuentwickeln. Sie haben aufgehört, sich weiter abzuheben von ihren Mitbewerbern. Ich habe dir heute meinen Plan mitgebracht und dieser Plan, der teilt sich auf in 3 verschiedene Kompetenzsegmente. Wir haben hier einmal die Fachkompetenz, wir haben die Methodenkompetenz und wir haben die sozial- oder die persönliche Kompetenz. Nun, in diesen 3 Bereichen, da kannst du dir für die nächsten 10 Jahre heute Ausbildung, Fortbildung, Kompetenzen, Methoden, Zertifizierung oder Rechte für irgendwelche Tests und Beratungsmöglichkeiten oder Softwaremodule erwerben und dir einplanen. Ich zum Beispiel habe damals Fachberater für Existenzgründung gemacht, Fördermittel, mehrere Ausbildungen, Betriebsübernahme, Potenzialberater bei Birkmann, psychologischer Berater, meine Methodenkompetenzen, nun habe ich Trainer, Coaching-Ausbildung gemacht, Mediationsausbildung, also Ausbildung zum Mediator und diverse Führungsausbildungen bei der Bundeswehr, bei der Kriminalpolizei, bei den Toastmasters eine Rhetorikausbildung, gewaltfreie Kommunikation und mein Plan geht nochmal die nächsten 10 Jahre weiter. Nun, wenn ich das jetzt vergleiche mit den Unternehmensberatern und Coaches, die in Berlin unterwegs sind, nun, vielleicht hat der eine dies, der andere das, ganz wenige haben mehreres und keiner in Berlin hat das alles. Das bedeutet also für dich und auch für mich, dass du dich abheben kannst durch Zertifizierung, durch Kompetenzen, einfach indem du regelmäßig Zeit und Geld investierst. Die Frage ist nun, wie viel Zeit solltest du investieren, wie viel Geld? Nun, das lässt sich ganz einfach sagen. Ein Unternehmensberater empfiehlt dir in der Regel 2,5 Tage pro Monat, also circa 30 Tage im Jahr zu investieren in deine Fort- und deine Weiterbildung. Und meistens ist es so, dass diese Ausbildung dann auch noch Geld kostet. Und hier kommen wir zum Titel Urlaub oder Experte. Du kannst dich heute entscheiden, in die Dominikanische Republik zu fliegen. Du kannst dich entscheiden, dort Urlaub zu machen, 14 Tage und 3.000, 4.000, 5.000 Euro aufzubringen. Oder du kannst sagen, ich verbringe diese 14 Tage auf eine Fortbildung und die kostet auch 3.000, 4.000, 5.000 Euro. Denn fast alle dieser Fördermittelausbildungen oder Fachausbildungen, die ich gemacht habe, sind selten unter 3.000, 4.000, 5.000 Euro zu bekommen. Zuzüglich Fahrtkosten, zuzüglich Unterkunft, Prüfungskosten und so weiter, Fachliteratur.
Es ist also heute an dir zu überlegen, wer bist du im Jahr 2028 oder vielleicht 2023? Wer bist du in 5 oder 10 Jahren? Und dir dann zweitens Gedanken darüber zu machen, wie viele Tage möchtest du im Monat, im Jahr investieren in deine Weiterentwicklung. Das dritte ist natürlich, ein Budget freizusetzen. Und das kann am Anfang die ersten 3, 4, 5, 6, 7 Jahre deiner Selbstständigkeit deine großen Urlaube kosten. Dann geht es halt nur in Schwarzwald oder an die Müritz nach Waren. Die Frage ist also heute, wie ist deine Investitionsbereitschaft in deinen eigenen Wert, in deine Kompetenzen, um dich für deine Kunden attraktiver, kompetenter zu machen und wertvoller. Es geht also darum, dass du auch hier als erstes lernst zu geben, deinen Nutzen zu vergrößern, bevor du dann den Erfolg hast, dass die Kunden dir hinterherrennen, dass du die Möglichkeit hast, deinen Stundensatz im Vergleich zum Durchschnitt anzuheben und dass du nie wieder Gedanken machen musst um deine Auslastung, um deine Auftragsbücher, weil die überquellen. Ich persönlich wünsche dir nun den Erfolg, den du bereit bist, auch selbst als Preis vorher zu bezahlen, den Preis der Investition in dich. Ein bekannter Coach und Trainer hat gesagt, nimm all dein Geld, nimm all dein Gold und investiere das in dich, in dein Unterbewusstsein, deine Fähigkeiten, deine Kompetenzen. Dann wird dieses Unterbewusstsein immer wieder Geld und Gold produzieren. Und solltest du Hilfe brauchen bei der Erstellung deines persönlichen Kompetenzentwicklungsplans, der auf dich zugeschnitten ist, auf deine Zielgruppe passend ist und der auch deine Leistungsangebote enthält, nun, dann nutze gerne das Angebot des kostenfreien Erstgesprächs. Gerne aber kannst du unseren Kanal auch abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.